Grüß euch, da sind wir wieder bei Far Cry Primal. Also es ist noch immer die gleiche Aufnahmesession wie bei der letzten Folge. Ich bin auch noch immer gleich müde und ja, verbaltechnisch nicht mehr ganz fit heute, ich geb's zu. Und wir sind das letzte Mal stehen geblieben, wir müssen ein Lagerfeuer entzünden. Hallo, was ist, hast jetzt keine Zünder oder was? Na, hat er gepasst. Ich hab glaubt, jetzt ist Nacht, jetzt muss er sich ein Lager suchen. Jetzt rennen wir erst durch die Nacht. Für was haben wir denn das Feuer jetzt gemacht? Ach so, eine Keule herstellen. Na, machen wir mal eine Keule. Das ist Keule. Okay, verfügbar, Keule. Du kannst... Da steht, du kannst noch keine Keule herstellen. Also was, jetzt soll ich eine Handwerk verfügbar... Ach so, alles klar. Keulen sind mächtige, schnelle Waffen mit hoher Haltbarkeit. Wirf sie, um deine Gegner zu betäuben und dann auf sie loszustürmen. Okay. Voraussetzungen? Von dem Holzzeug. Na gut, dass wir da so viel schon pflückt haben, nicht? Herstellen. Gut. Und das kann ich jetzt auswählen, das Ding. Ah, jetzt bauen wir es einmal. Okay. Na, sau praktisch, dass das Zeug schon alles die richtige Größe hat, ne? Das vereinfacht das Ganze ein bisschen, ne? Okay. Was? Keule anzünden. Na, es ist Nacht draußen. Ah ja, steht eh da. Entzünde deine Keule. Entzünde deine Keule, um daraus eine Fackel zu machen. So funktioniert das. Aber ich wollte zuerst... Ja, genau, da kann ich wechseln. Pfeil kann ich auch anzünden. Geil. Mag einen Brandpfeil verschießen. Yeah! Cool. Taugt mir schon mal. Aber ich brauche keinen Pfeil. Ich brauche eine Fackel, hat er gesagt. Ich muss die Keule da entzünden. Ja. Keule brennt. Gehen wir weiter. Was müssen wir jetzt machen? Folge den Winscher-Spuren. Ah! Hätte mich einmal umschauen sollen. Okay. Gut. Urshasta. Guastro dagua. Drücke und halte R2, um Ranken anzuzünden. Aber ich möchte nicht brennen. Wow. Oh! Einen kleinen Buschbrand habe ich gleich ausgelöst. Verbrenne ich da jetzt nicht? Ich bin doch zuerst... er geht eh schon aus. Okay. Oh. Das soll mich nur wieder panisch machen, das blöde Geräusch da, des brüllenden Tigers. Blinkt doch was. Bin doch nicht blöd, da blinkt was. Hilfe, was blinkt da? Was ist da los? Was ist da los? Da kann man wieder aufklettern. Oder muss ich darüber zum Runterklettern?
Ich habe keinen Plan. Ich habe mal wieder mal Nüsse. Plan. Da bin ich sicher, gehe ich sicherlich drauf, wenn ich runterspringe, oder? Nein, das macht er eh gemütlich. Na, passt. So. Wo sind die Spuren? Was haben wir da Feines? Da ist sie. Suchen. Okay. Judica. Urgi Purbidram. Okay, also weiter den Spuren folgen. Das ist schon wieder so ein Stein, den nehmen wir mit. Her damit. Oh, ein Baum. Oder Adlerholz. Warum das Ding Adlerholz heißt. Ja, die Winchers werden schon wissen, warum das Adlerholz heißt. Ist im Prinzip ein Hartholz, sehe ich gerade. Da ist was, da ist was. Wolf. Und woher willst du wissen, dass der stark war? Hat er mit der bloßen Hand erlegt? Schaut so aus. Also, schauen wir weiter. Da ist schon wieder ein Adler gehüllt. Oh oh. Benutze R2, um sie zu schwingen und Raubtiere zu verjagen. Schwingen schaut aber anders aus, Freund, oder? Alter, was heult hier da so rum? Jetzt kann ich auf einmal wieder alles nehmen. War doch meine Tasche schon voll, oder? Ne, lass den doch. Oh, da ist der Wolf. Super. Das ist jetzt ein bisschen... Was? Ah, da kann ich herstellen und... Ah, da kann ich sie wieder entzünden. Okay, ich hab's behirnt. Gleich wieder Hölzchen nehmen. Was ist, wenn ich da eigentlich anzünde irgendwas? Wow, das geht wirklich. Scheiß die Wandern. Hehe. Das müssen die Wölfe doch auch ein bisschen mürbe machen, oder? Was ist, wenn ich das da auch anzünde in die Richtung? Kann ich da die Wölfe vertreiben? Ah, wow, das arg ausgeschaut mit den Augen. Wow, das schaut cool aus. Ah, ich bin ein Depp. Scheiße, ich zünd mich selber an. Ja, ja, ich heil mich. Haben so leuchtende Augen. Das schaut ja voll genial aus. Was ist, wenn ich euch da ein bisschen einheiz? Ha? Ich muss genau da durch die Spuren. Schreit's da nicht rum. So, und jetzt kann ich da irgendwie durch? Nein, die sind noch immer da, diese Mistviecher. Lauft's vor! Kann ich die eigentlich nicht abschießen auch? Ah, da drüben ist auch. Oh, kommt das jetzt wieder da hoch, das Feuer? Nein. Stein brennt nicht, komm! Ach, irgendwie taugt mir das Spiel. Fleisch, her damit. Knochen, Tierfett. Oh. Putz die. Am Hundeplatz. Gibt's ja nicht da.
Ja, war aber mal eine coole Aktion, oder? Hat mir taugt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gespielt habe, ob es überhaupt ein richtig Spielen gibt. Ich habe es halt einfach jetzt so gespielt. Oh. Ach so, das ist wieder das ein... Ich habe glaubt, da im Augenwinkel hat das ausgeschaut, als wäre da jetzt irgendein Viech vorbeigerannt. Nehmen wir doch den Schiefer, ne? Bin ich da eh auf der richtigen Spur? Ja. Was ist das eigentlich? Okay. So wie es ausschaut, geht jetzt die Fackel gleich wieder aus. Winja ist nah, na gut. Okay, von da bin ich gekommen. Dort muss ich hin. Ist das Wasser da unten? Ja, schaut aus wie Wasser, oder? Da muss ich runterhappen. Da sind sicherlich wieder irgendwelche Killerviecher drinnen. In jedem Wasser bei Far Cry waren bis jetzt doch irgendwelche Viecher. Yippie! Ich denke, da bin ich richtig. Ja, wer sagt's? Dann kann ich das jetzt wieder... Ah, das kann ich wieder anzünden. Geil! Tierfett. Okay. Oh, jetzt verbrennt er sich sicherlich gleich wieder die Pfoten. Oh. Da kommt jetzt sicher gleich das Urviech. Ich spüre das irgendwie. Es wird immer lauter. Oh, 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 da drüben. Was war das? Da war was. Da war was. Da war was. Da gehen wir hin. Aber was ist das? Kann ich das anzünden? Ja. Ich verbrenne mich. Ich bin der volle Pyromane in dem Spiel. Aber im Ernst jetzt, oder? Ah, da ist wieder was zum Sagen. Ich sollte mich, glaube ich, mehr umschauen. Okay. Habe ich hier nichts übersehen? Kuckuck. Nein, passt. Eh alles. So, was haben wir da wieder? Da sind wir eh schon voll, ich kann eh nichts mehr nehmen. Okay. Ich denke, die Spur geht darauf, oder? Ja. Naja, bitte, sage ich doch. Habe ich das richtig gesehen? Ah, da drüben ist wieder sowas, was ich anzünden kann. Nein, nicht springen. Komm, 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 komm. Geh darüber. Da tun wir jetzt erst springen, ha? Und weg. Weil sonst brenne ich wieder selber. Habe ja Talent dafür, wie man gesehen hat. Oh! Ratten. Warum rennen in jedem Spiel Ratten herum? Ich verstehe das nicht. Ich meine, es ist okay, dass in einer Höhle Ratten sind, ja? Aber das gibt es in so vielen Spielen, diese Ratten. In Metal Gear doch auch? Gibt es doch auch die Ratten, oder? Bilde ich mir das jetzt nur ein. Egal. Die Mitzekatze ist da vorne offenbar. Schon wieder. Der sind wir ja schon begegnet. Die hat uns quasi das Mammut geflattert. Und wieder eine Ratte. Folge den Winja-Spuren. Das mache ich eigentlich schon die ganze Zeit jetzt, der Mann. Oh. Oh, das wird immer lauter. Oh, das sind schon wieder so gelbe Augen, oder? Nein, das ist eine Ratte. Oh, Alter Schwede. Geht's mal nicht am... Oh, da gibt's einen anderen Weg auch. Da gehen die Spuren. Ist das, kommt man da eh wieder hin? Ah, das ist nur so ein Rundgang, ne? Jo.
Hallo Ratte. Grüß dich, Ratte. Oh. Das war jetzt kein Säbelzahntiger. Wasser schon wieder. Da geht ja meine Fackel schon wieder aus. Aber was soll's. Ab zu den Fischen. Nicht absaufen. Komm nach oben. Festschnaufen. Gut. Die Musik kündigt irgendwas Dramatisches an, so wie sich das anhört. Und zwecks der Spannung wäre es jetzt. Zeige ich euch das erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch!